Bei uns kostet jeder Film 1 Euro pro Tag. Also die Preise haben sich bei uns gar nicht geändert, wenn ich das so machen muss. Also wir haben noch die Leihpreise von 1990 hier. Wir haben mit 2 Mark angefangen für eine Kassette pro Tag. Das war damals das Feature von Videowald. Das haben wir in jedem Laden, überall, wo die Kette vertreten war, diesen Preis genommen. Und den haben wir mit 1 Euro heute noch. Im ersten Laden hatten wir ungefähr 1.500 Videokassetten. Und immer schön zurückgespult zurückbringen, genau. Obwohl das bei uns nie bestraft wurde. Bei der Konkurrenz musste man irgendwie Geld dafür bezahlen. Naja, bei uns war das, wir haben zwar Du-Du gesagt und spul die bitte zurück, weil der nächste Kunde wieder ankam. Der war nicht zurückgespult. Einmal wollte ein Kunde Geld von mir haben, weil er zurückspulen musste. Ich sag, was denn jetzt? Aber es passiert halt mal. Dann mit den DVDs gab es nochmal durch den Schub nach vorne, sag ich mal. Also das war durch der Boom. Gegenüber der Videokassette, weil es eben noch kleiner war, weil es das Medium, die Qualität war besser. Du hast nicht diese riesige Videokassette gehabt, die du rumschleppen musstest und die auch anfällig war. Na, wenn das Angst wird es nicht geben. Wie ich dir gesagt habe, wahrscheinlich wird es so sein, dass es so eine kleine Nische gibt. Vielleicht bleibt noch irgendwo ein kleiner Laden, irgendwo ein Kellerladen, sonst da was, wo man dann hingehen kann und sich den Film holen kann. Und ansonsten weiß ich nicht, was da, wie sich das entwickeln wird. Erstmal müsste ich was anderes finden. Ich habe ja nur lange Zeit nichts anderes gemacht. Habe ich jetzt keine Perspektive und dann wartet, glaube ich, auch auf dem Arbeitsmarkt jetzt für einen 53-jährigen alten Videothekar. Denke ich mal, sind die Chancen doch nicht so gut, wie sie immer dargestellt werden, dass so viele Leute gesucht werden. Und viele denken auch, dass du dann eben die letzten 29 Jahre hinterm Tresen gesessen hast, das Pornos geguckt und einen Joint geraucht. Würde mich freuen, wenn ich noch ein paar Leute glücklich machen könnte in der Zukunft, die dann sich dann doch vielleicht noch daran erinnern, dass sie noch einen Videorekorder unter ihrem Fernseher haben, da diese schwarze Kiste, die da steht, oder einen DVD-Player und dann mal herkommen und sich so einen Film holen.